unseren Lagenrieslingen. Wir knöpfen uns den dritten vor, diesmal den Geiersberg. Ich mach mal auf und schenk ein. Erzählst du uns inzwischen was zum Geiersberg? Geiersberg ist eine meiner Lieblingssorten hier im Hause. Das ist ein Riesling von dem Typ her etwas fruchtiger als die anderen, aber auch mineralisch und sehr konzentriert. Und was uns natürlich viel Spaß macht, dieses zu zeigen, was wir für drei Unterschiede in diesen Weinen zeigen können, von der Mineralität, von einer Rebsorte, von einem Jahrgang. Und das macht uns eigentlich riesig Spaß und das wollen wir auch nach draußen weitergeben, dass solche Weine nicht einfach so da sind, sondern das sind schon ganz spezielle Sachen. Dann würde ich sagen, probieren wir das mal. Ja, zum Wohl. Das ist das Beste. Das ist also, wie du schon angesprochen hast, also Frucht pur. Spannend. Ja. Sehr spannend und auch, denke ich, sehr langanhaltend, was das Zeitfenster angeht, von der Lagerfähigkeit, von der Haltbarkeit des Weines. Die Weine, auch gerade der Geiersberg, ne, das ist halt ein Wein, den kannst du unwahrscheinlich lang lagern, weil der ein Riesenpotenzial hat, sich besser noch zu entwickeln. Ja. Zumindest mal so, wie wir es uns vorstellen als Winzer. Wir sind ja hier gerade beim Geiersberg privat. Und privat heißt ja letzten Endes Premium-Produkt von unserem Weingut. Ja. Und Lagenwein heißt einfach das Mikroklima, das Terroir, also die das ist ein Weinberg in diesem Wein, ja. Und der soll zeigen, was er kann, was er hat und auch die Typizität. Geiersberg ist im Bechtheim, also die Rieslinglage, würde ich mal sagen, ist Südausrichtung, hat, wir nennen es steil, haha, zumindest ein wenig Gefälle. Kesselartig angeordnet. Genau, ja. Somit hat man da relativ warme Zone das ganze Jahr über. Die Trauben sind meistens als erstes reif, wenn man jetzt die ganzen Bischhammerladen mal betrachtet, ist Geiersberg immer mit einer der ersten und hochwertigsten Trauben, die er da abliefert. Ja. Vom Boden her, da haben wir ja die Struktur, dass es das Lehm ist mit Kalkgestein, das den Wein auch von den anderen unterscheidet. Und von dieser Sache kommt auch die Frucht. Mhm. Und das ist das, was den Wein so spannend macht. Für mich auch wieder typisch rein hessische Rieslingfrucht, irgendwo so exotisch. Ja, das ist, ich komme ja aus Österreich und bin von Anfang an eher österreichische Rieslinge gewöhnt, die eher die Steinfrucht im Vordergrund haben. Und das ist für mich ein perfektes Beispiel, einfach diese Exotik und so geballt. Also schon toll, finde ich wirklich cool. Wie die Trauben, goldgelb. Genau, absolut. Ja. Dieser Wein ist jetzt entstanden aus einer alten Anlage, wo die Reben über 40 Jahre alt sind. Auch da haben wir sehr geringe Erträge und sehr viel Selektionsarbeiten gemacht. Währenddessen wir noch andere Parzellen in Bischhammer-Geiersberg haben, die jünger sind und die momentan noch sehr wild auch sind irgendwo, weil sie halt natürlich jung und lebendig sind noch die Reben und die Tiefe, was wir jetzt hier im Glas haben, das bekommst du eigentlich nur mit dem alten Weinberg hin, weil da ganz einfach das Wurzelwerk sehr tief gewurzelt ist und natürlich die verschiedenen Bodenschichten, was der Geiersberg halt auch darbietet mitnimmt, dann später auch hier ins Glas. Die jungen Anlagen quasi Investitionen in die Zukunft. Wir wollen ja auch in den nächsten Jahren Geiersberg haben und deshalb ist so gewisse Altersdiversität einfach gut, oder? Dann haben wir auch in den nächsten Jahren dann einen alten Weinberg, wenn der in den Ruhestand gehen kann, wo man den hier haben. Wie kriegt man denn Reben eigentlich so alt hin? Also ist ja eigentlich eine Monokultur. Was tun wir oder wie helfen wir den Weinen denn, den Reben, um dieses Alter erst zu erreichen und auch die Mineralität mitzunehmen? Ja, im Prinzip sind wir wie Gärtner, sage ich mal, anzusehen, quasi eine Erziehungsform vorgeben. Das fängt mit dem Rebschnitt an, um das so lang wie es geht zu haben, die Rebe. Da muss man natürlich auch gezielten Pflanzenschutz betreiben, der bei uns
auf ökologische Weise stattfindet. Und auch hier wollen wir ganz einfach so wenig in die Natur schädigend eingreifen, wie es nur geht, auch unserer nächsten Generation noch Spaß an den Lagen zu haben. Und das heißt ganz klar, umweltschonender Pflanzenschutz und mit Verzicht auf Herbizide. Ja, obwohl bei uns nirgends ein Siegel zu sehen ist und kein Ökopunkt draufklebt, aber schon ganz lange haben wir uns dem verschrieben und Insektizide, Herbizide haben bei uns nichts verloren. Das ist alles sehr naturnah und so schonend wie möglich. Ja. Auch mit Grüneinsaat, Gründüngung, Christoph, ja. Das kannst du viel besser erklären, das ist dein Metier. Ja, zum Thema Düngen ist da auch eigentlich nicht viel zu tun für uns Winzer, weil wir so nährstoffreiche Böden hier um unser Weingut haben, mittels Gründüngungseinsaaten uns behelfen können. Durch die niedrigen Erträge verbrauchen die Stöcke auch nicht viel Nährstoffe. Das heißt, wir kommen da ganz gut klar mit einem Greening-Management, wo wir dann quasi über Winter eine Wintergründüngung einsehen und im Frühjahr wird die umgebrochen. Und somit hat man da wieder einen schönen Humusaufbau für das nächste Vegetationsjahr. Und um einfach auch irgendwo das Bodenlebewesen und die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Also für uns Laien, es ist ja die Rebzeile und dann wird quasi zwischen den Reihen was eingesät, wo auch immer die schönen Blumen und so weiter sind. Ja. Also es ist nicht nur schön anzuschauen, das macht auch einen Sinn und gibt eigentlich die Nahrung für den Boden und für die Rebe, oder? Genau, ja. Was man auch nicht vergessen darf oder sollte, wir gehen vielleicht um jeden Rebstock 15 Mal von Hand ran im Jahr und bei diesen Privatweinen, da kommen bestimmt noch 5 weitere Gänge dazu, wo wir unseren Rebstock sehen und wir kennen fast jeden per Du. Per Du und nochmal zu, wenn du gerade den Wein ansprichst, also hier ist einfach wirklich die geballte Frucht und wenn ich mir vorstelle, wozu ich mir den einschenke, auch wieder vieles möglich durch die Kraft einfach. Aber wenn Sie so ein schönes, kräftiges Gericht haben, zum Beispiel Kalbfleisch, ein Braten oder sowas, mit einem schönen Gemüse dazu, klassisch natürlich ein Riesling-Sößchen vielleicht, wo der auch Verwendung findet. Ich glaube, das ist ein gutes Pairing. Da kann man sich einen schönen Sonntag machen und die Familie einladen. Was aber auch gut funktioniert, ihr denkt ja anscheinend nur ans Essen. Ja. Ach, das wollte ich gerade sagen, dass man den Namen ohne ist. Ich finde, das ist auch, man sieht es jetzt in dem Trio, wie wir hier sitzen, Wein begeistert einfach. Und das heißt, man kann auch ohne Probleme den Wein mal so in einer schönen Runde mit Freunden, Bekannten genießen, zu besonderen Anlässen. Das ist was ganz Tolles. Es entsteht automatische Superkommunikation und testen wir des Öfteren in unserem Familienkreis und da haben wir schon die ein oder anderen tollen Momente erlebt. Ja. Immer auch im Bewusstsein, also die Privatweine sind wirklich was Besonderes. Ja? Das ist nicht, wenn man auf der Terrasse sitzt, sondern das braucht schon vielleicht auch einen Moment und einen Bewusstseinsmoment, um sich dem klar zu werden, was man hier im Glas hat. Und auch das zu würdigen, vielleicht, was ihr oder wir hier an Arbeit reinstecken, das ist schon was Tolles. Darauf können wir nicht mehr anstoßen. Sehr zum Morgen. Was ich hier noch gerne ansprechen würde, was die Weine so einzigartig macht, dass die Weine, wenn die fertig gegoren haben, dann werden wir erstmal 1 bis 2 Jahre überlagert auf der Feinhefe. Die Weine werden durch mehreres Umlegen von Gebinde zu Gebinde, von der Hefe, von der Feinhefe, über diese 2 Jahre dann quasi getrennt. Will heißen, wenn man sich die Weine jetzt anschaut, die sind glasklar, es ist keine Trübung mehr festzustellen. Das heißt aber bei diesen Weinen nicht, dass die Weine eine Filtrationsanlage oder irgendeine mechanische Beanspruchung gesehen haben. Nein, hier läuft es ganz anders ab. Wir wollen wirklich die Weine so unberührt lassen, wie es nur geht.
Das heißt, keine Filtration, der Wein wird direkt vom Endgebinde ab in die Flasche gefüllt und somit haben wir das volle Programm an Aromatik, an dem, was wir eigentlich das ganze Jahr über geschaffen haben im Weinberg, hier im Glas. Also auch wenn Sie mal in der Flasche auch noch ein paar Jahre, da sammeln Sie oft so ein paar Kristalle ab, ja, ist nichts anderes als Weinstein. Oder noch ein bisschen Feinhefe. Oder ein bisschen Feinhefe, genau, aber es ist überhaupt keine Qualitätsminderung. Das ist eigentlich nur das Zeichen, dass da die Natur pur drin ist. Versuchen Sie vorsichtig einzuschenken, um das nicht in Ihr Glas zu bringen, sondern am Ende auch in der Flasche zu belassen und genießen Sie einfach die Natur pur, die da drin ist. Also man kann das auch frisch so ein bisschen behandeln wie ein Rotwein, dass man auch frisch mal sagt, wir nehmen hier große Gläser, wir tun vielleicht eine Stunde, bevor die Gäste kommen oder bevor man den trinken möchte, aufmachen und dekantieren den, um einfach dem Wein mal wieder Luft zu geben. Dann hat er eine ganz andere Ausstrahlung, wie wenn man das jetzt aufmacht und einschenkt. Also die Frucht ist schon Wahnsinn, oder? Ja.